Wir haben hier ein bisschen Geld von uns mitgebracht. Geld im schwarzen Koffer. Der Schäuble freut sich auch, wenn man ihm ein bisschen Geld gibt. Okay. Aber dann hat man wahrscheinlich später noch weniger davon. Du hast die Macht. Hallo, ich bin Ole, das ist Norm. Wir sind von Du hast die Macht und wir sind heute mal zu Besuch im Bundestag. Ganz genau, so sieht's aus. Wir wollen mal checken, wie jugendlich ist eigentlich der Bundestag noch und wie viel Politik wird für Jugendliche gemacht. Passend dazu die gerade sehr viel besprochene Rentenreform. Wir haben gelesen, dass Jugendliche bis zu ihrem Rentenalter 77.000 Euro mehr einzahlen müssen, als sie rauskriegen. Deswegen haben wir unser Geld. Frechheit. Ja, wir haben unser Geld direkt mal mitgebracht. Ja, haben wir gewonnen. Dachten wir, zahlen wir gleich ein. Mal gucken, wer es abnimmt. Mal gucken. Ab geht's. Komm jetzt. Ich denke, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Warte mal, wir müssen in die Abgeordneten-Lounge, wir müssen zur CDU. Links, rechts? Ich würde da lang gehen. Da lang? Okay. Nee, ja doch. Hier ist es. Hi, Ole, Taschen. Hallo, Guten Tag, Ole. Norman, hallo. Hallo. So. Guten Tag, hallo, Norman, hallo. Hallo, Ole, hallo. Wir sind hier, um mal heute ein bisschen zu checken im Bundestag, was so für die Jugend geht, so wie jugendlich der Bundestag selber ist und was der Bundestag und die Politik so für die Jugend machen. Wir haben hier ein bisschen Geld von uns mitgebracht. Geld im schwarzen Koffer. Im schwarzen Koffer, weil es geht nämlich darum, wir haben ja gehört, dass wir Jungen beim Rentenpaket sehr viel mehr einzahlen müssen, als wir rauskriegen. Wir haben gedacht, wir können das eventuell schon loswerden, weil wir haben es gerade übrig, ob sie vielleicht damit was anfangen können und das irgendwo unterbunkern können, dass wir damit keine Probleme mehr haben. Ich glaube, das hat mal Wolfgang Schäuble informiert. Weiß nicht, ob Sie das irgendwie gleich verwenden können. So, dann haben wir das gleich abgezahlt. Kann man der Rentenkasse geben. Der Schäuble freut sich auch, wenn man ihm ein bisschen Geld gibt. Okay. Aber dann hat man wahrscheinlich später noch weniger davon. Okay, Wolfgang Schäuble, das wissen wir. Wenn wir ihn sehen, machen wir das. Alles klar, dann mach erstmal wieder zu. Wenn wir ihn heute sehen, er kriegt das Geld. Hier in dem Haus sind so Büros, habt ihr ja gerade schon ein bisschen gesehen. Es gibt aber auch Ausschusssäle und vielleicht gucken wir mal, ob wir einen finden, der offen ist. Genau. Das Sitzungssaal E800. Der E800, wirtschaftliche Zusammenarbeit. Guten Tag. Guten Tag. Wenn ihr mal Probe sitzen wollt, also die Chefs sitzen immer da. Die Chefs, das gehört auf jeden Fall, klingt doch wie wir. Hallo, Norm Siegel möchte gerne eine Frage stellen. Ja. Also man sagt ja auch immer, dass Politik für die Wähler gemacht wird und das ist ja dann jetzt hier auch gerade bei der Rentensache so. Ne? Also ich glaube, dass 29% oder so der Wähler, also die wahlberechtigt sind in Deutschland, sind unter 40, alle anderen sind drüber. Und das ist ja jetzt auch so ein bisschen so ein Kritikpunkt an dem Rentenpaket, dass die jungen Leute sehr vereinnahmt wird oder da besser gesagt nicht so positiv für die jungen Leute sein wird. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so. Okay, weil kannst du das argumentieren? Ja, weil was wir jetzt rentenpolitisch machen, ist, dass davon profitieren zunächst mal tatsächlich nur die Älteren. Hä? Meine Elterngeneration, die ich auch nicht so lange arbeiten lassen möchte, weil die wirklich ein ganzes Leben lang sich den Buckel krumm gearbeitet haben. Aber wir verändern das auch für zukünftige Generationen, dass man auch, wenn man mal zum Beispiel kurz arbeitslos war und aber früh angefangen hat, dass man dann nach 45 Jahren wirklich raus kann mit spätestens 65. Das ist gerade für junge Leute, die eine Ausbildung machen, wichtig. Auch jetzt noch und für Studis jetzt nicht so. Wir kommen ja gerade von Frau Kolbe von der SPD und sie persönlich ist ja für das Rentenpaket mit 63. Ich habe gehört, ihr beide seid dagegen. Wir sehen es kritisch, die Rente mit 63. Wir haben sie im Koalitionsvertrag drinstehen, deshalb machen wir uns auch keine Illusionen, sie wird kommen. Und sie ist ja auch durchaus gerechtfertigt für Menschen, die wirklich 45 Jahre lang hart gearbeitet haben. Aber wir müssen jetzt schauen, wie wir eben einige Gesetzesvorschläge tatsächlich noch abändern können. Na, ich kenne es ja selber. Ich habe ja 2 Jahre eigentlich nur durch Praktikums mich durchgehasselt, also gearbeitet. Von daher finde ich das ganz gut so, weil ich hatte nämlich dann auch immer so ein bisschen die Befürchtung dann auch gehabt, so, ob das überhaupt wahrgenommen wird vom Staat, wenn man geht ja trotzdem arbeiten und man kriegt entweder gar kein Geld oder wenn dann nur so einen kleinen Lohn, so 200 Euro oder 400 Euro oder so. Und man arbeitet eigentlich genauso lange wie manch andere, manchmal sogar noch härter. Und das wollen wir ja auch regeln, dass es Mindestpraktika-Vergütungen gibt. Und dass es
einen Mindestlohn gibt. Also ich glaube, wir können ja auch für uns beide sprechen und für viele Jugendliche. Also wir selber haben das jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, so sich über Rente Sorgen oder Gedanken zu machen. Sollte man das tun als Jugendlicher so oder als Mit-20er, Anfang-20er jetzt? Wie sieht's aus? Ja, das ist für uns als junge Politiker auch ein Riesenproblem, weil klar, kriegen wir auch mit, wenn wir mit früheren Mitschülern oder Kommilitonen oder sonst jungen Leuten reden, dass sich kaum jemand Gedanken macht über die Rente, weil es noch so weit weg ist. Und für uns wäre es wichtig, dass sich mehr junge Leute um das Thema kümmern, weil es wird definitiv so sein, dass die junge Generation benachteiligt ist gegenüber der jetzigen Rentnergeneration, weil wir einfach viel zu wenig junge Menschen haben. Und da haben wir deswegen halt auch Bedenken, wenn jetzt an der Rente nochmal solche Änderungen kommen, die halt dann auch wieder die Kosten eher in die Zukunft schieben. Der Bundestag ist ja jetzt mit einer der ältesten, die es gibt so. Ne? Also war noch nie so alt, glaube ich, knapp an die 50 ist der Altersdurchschnitt. Also weiß ich nicht, ob das der älteste ist. Hatten wir rausgefunden. Wie ist es denn, merkst du, dass die meisten im Kabinett wirklich auch Interesse haben an Jugendlichen? Oder merkst du, spielt gar nicht so eine Relevanz, also ist gar nicht so relevant? Also wir diskutieren das bei uns in der Fraktion auch immer mal. Ich glaube, dass tatsächlich es nicht von selbst passiert, dass die Jungen im Blick der Politik sind. Ich denke schon, dass es eine Relevanz hat. Und ich denke, das hat man auch in dieser Legislaturperiode gleich am Anfang gesehen, weil wir haben einen neuen Ausschuss gegründet, nämlich den Ausschuss Digitale Agenda. Das ist ein Zukunftsthema, in dem auch sehr viele jüngere Abgeordnete tätig sind und sich da einbringen können. Und auch wenn er noch nicht ein voller Ausschuss ist, der über Gesetze entscheiden kann, komplett entscheiden kann, alleine entscheiden kann, ist es ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und wir haben auch innerhalb unserer Unionsfraktion so viele junge Abgeordnete unter 35 wie noch nie. Und natürlich wollen wir da auch unsere Themen nach vorne bringen. Insofern hat es schon Relevanz. Ehrlich, im Moment gerade der jetzige Koalitionsvertrag, der nimmt schon eher andere Generationen in den Blick und junge Leute nicht so sehr. Auch die Älteren gehen eher wählen. Genau. Die Jüngeren sind auch ein paar weniger und gehen nicht so viel wählen. Das macht, da passiert es dann schon ziemlich automatisch, dass auch die Älteren eher im Blick sind und die jungen Leute ein bisschen aus dem Fokus. Jetzt testen wir, wie sehr ihr noch jugendlich aktiv seid. Oha, das ist dein Job eher. Ich bin schon ein bisschen älter. Cannabis-Legalisierung, ja oder nein? Ist jetzt klares nur ganz Nein. Klares Nein. Von beiderseits. Klares okay. Nein. Die Pille danach, rezeptfrei, ja oder nein? Eher nein. Eher nein? Nein. Okay, ich will jetzt einfach nicht weiterhaken, einfach nur mal gucken, es will nur ein Quiz sein. Call of Duty, Kriegssimulation oder Spaß? Also ich habe es noch nicht gespielt, aber... Zockt ihr denn? Nicht mehr die Zeit dazu, ehrlich gesagt. Die Zeit ich habe es mal gemacht, aber nicht viel. Ich auch nicht. Kennt ihr die Außenseiter? Kennt ihr die? Oder White Titty oder... Ja, die kenne ich, aber Außenseiter kenne ich nicht. Kennt ihr auch nicht. Aber ihr kennt YouTube-Stars. Ja. Kennt ihr den YouTube-Kanzler? Nicht gehört. Also mir reicht meine Kanzlerin. Ja, wir sind so auf Angela Merkel fixiert. Es gibt halt den YouTube-Kanzler, der halt auch politisches Wissen vermittelt an junge Leute. Daher auch nochmal meine Frage. Glaubt ihr, dass YouTube eine Plattform wäre, um euch näher an die Jugendlichen zu bringen? Also sicherlich auch. Also ich habe es im Wahlkampf genutzt und es hat Anklang gefunden. Ist natürlich für einen einfachen Abgeordneten auch etwas Aufwand, das tatsächlich zu produzieren und vorzubereiten und dann tatsächlich auch ins Netz zu stellen, wenn man es einigermaßen optisch auch gut machen möchte. Aber meint ihr, dass es im Wahlkampf ein wichtiges Element später mal wird, YouTube oder so? Wenn es jetzt nicht mehr alles so auf Fernsehen und so ist? Ich glaube schon und ich vermute mal, dass im nächsten Wahlkampf wir wahrscheinlich alle mit irgendwie Videokamera, Handyvideos arbeiten werden. Dann macht ihr alle ein Tagebuch. Genau, so zum Beispiel. Wir danken uns für die Zeit und... Mir hat es Spaß gemacht und ich wünsche noch viel Spaß im Bundestag. Unser Schuldenberg. Ja, macht das Geld weg. Also wir sind oben angekommen, wir bedanken uns für die Führung. War ein netter Tag hier im Bundestag. Wir haben gemerkt, ein bisschen jugendliche Politik gibt es auf jeden Fall. Wir müssen uns nicht ganz außen vor fühlen. Ihr seid gegen das Rentenpaket, haben wir mitbekommen. Die Kollegin war dafür. Was haltet ihr denn von den ganzen Themen, die wir heute besprochen haben? Kommentiert uns, sagt, was ihr davon haltet. Wir sind gespannt auf jeden Fall. Von Du hast die Macht, bis zum nächsten Mal. Die Kollegen müssen weiter. Ein bisschen Geld für euren YouTube-Channel.
Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ole, das ist Norm und ihr seid bei Fakta ab. Wir haben für euch jetzt ganz viele fantastische, verrückte Fakten, diesmal zum Thema Koalitionsvertrag. What the fuck? Fakta! Jetzt ist es endlich soweit, ein Anker für Deutschland. Der Vertrag für Schwarz-Rot steht. Wochenlange Verhandlungen, schlecht gelaunte Politiker und jede Menge Kompromisse, aber jetzt gibt's ein Ergebnis.